erstmal dahin fahren, wo es sich geteilt hat. Jetzt kann ich wieder hier runterfahren und erstmal mache dich platt. Suchst du das Abenteuer? Ach, gegen dich haben wir schon gekämpft. Okay, dann... Ich glaube, hier war niemand mehr. Oh, oder doch. Muss ein wenig abnehmen. Same, Bro. Menki, leider sind die Verteidigungswerte von den Viechern wirklich gut. Ich mache mal einen Sandwirbel. Ich wollte gerade sagen, trifft er nicht, oder was? Natürlich trifft der Kratzer direkt von dem Vieh. Rucksack-Keep. Okay, war ein Volltreffer, aber trotzdem stark genug, dass ich weitermachen will. Schade. Weißt du, wenn ich einen Sandwirbel abkriege, dann trifft gar nichts mehr. Aber wenn ein Gegner einen Sandwirbel abkriegt, dann trifft er, als wäre nichts. Okay. Die Attacke dauert immer so lange, dass ich denke, okay, Volltreffer, dass die nicht ausgeführt wird. Der Sandwirbel. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass Menki irgendwie was Starkes noch kann. Der Überblick ist natürlich doof. Aber ich glaube, den Kampf haben wir in der Tasche. Okay, da benutze ich einen Hypertrank. Bitte nicht. Okay, nur Kratzer und die Attacke gegen daneben. Gut. Ich glaube, der Rucksack-Keep dürfte nicht besiegen. Doch, gut. Monkey wurde besiegt. Karl erhält Erfahrungspunkte. Maschok, okay. Wir gucken mal, aber sicher bin ich mir da nicht. Aber wir machen trotzdem mal einen Sandwirbel. Silberblick natürlich auch wieder komplett dumm. Das war ein Volltreffer. Okay, die Attacke schlug fehl. Bitte wieder Volltreffer. Natürlich nicht. Boostkick, die Attacke ging daneben. Gott sei Dank. Wir probieren es einfach so lange, bis es trifft und ich Angst kriege, dass Karl besiegt werden kann. Dann wechsle ich das Pokémon wahrscheinlich. Oder Karl wird aber besiegt. So könnte. Okay, genau dasselbe passiert mir auch, wenn ich einen Sandwirbel abkriege. Nämlich nichts trifft mehr. Okay, Level 31. Donnerschock. Gott sei Dank. Den würde ich auch direkt nach oben machen. Noch ein Macholo. Da wechseln wir nicht. Weil deine Spezialverteidigung richtiger Crap ist. Warte mal. So. Mache ich einen Donnerschock und du müsstest also nicht direkt besiegt sein, aber tut dir auf jeden Fall gut weh. Der Karate-Schlag tut auch gut weh, aber der Donnerschock dürfte dich eigentlich jetzt besiegen. Jetzt ist Karl halbwegs brauchbar. Auf Level 31 und mit einem Donnerschock. Eine gute Übung. Da hast du recht gehabt. War sehr gut für Karl. Gegen dich haben wir, glaube ich, gekämpft, aber ich frage dich nochmal, das Gefälle macht das Lenken sehr schwer. Finde ich jetzt selber nicht so, aber wenn du meinst, ich sollte, glaube ich, soll ich Karl heilen? Na, so stark es dürfte ja nicht kommen. Und überhaupt, was kommt? Der Radweg endet hier. Und jetzt kann man hier wieder normal rumfahren. Und da möchte ich da gegen den einen Trainer da unten kämpfen, weil das ist ein Vogeltrainer. Das Betreten des Radwegs ist Fußgängern untersagt. Okay. Der Radweg führt von hier aus den Hügel hinauf. Was natürlich total dumm ist, deswegen hat man auch Fliegen. Aber es gibt ja noch einen zweiten Weg nach Lavandia dann. Die Suche nach Lamus. Tauschst du es gegen Schlurp? Natürlich nicht. Oje, wenn das so ist. Selbst wenn ich einen Lamus hätte, würde ich das nicht gegen Schlurp tauschen. Also ich weiß nicht, wer Schlurp irgendwie gut findet, sowohl vom Design her, aber auch so kampftechnisch. Hier sind sehr viele Vogeltrainer. Ich laufe überall durchs hohe Gras, um Pokémon aufzuspüren. Ich weiß jetzt nicht, wie stark ihr seid. Vielleicht hätte ich
wäre ich doch lieber mal zum Poké Center gegangen, weil ich glaube, ihr habt... Okay, ein Habitat. Level 31, aber ich glaube, du dürftest den Donnerschock gar nicht überleben. Nur. Ich habe halt... Okay, das war Volltreffer, aber trotzdem. Ich habe halt Angst, dass die Ibitax einsetzen. Genau. Nämlich die können wehtun. Der sieht kackenhässlich aus. Und gerade das Main Feature von Ibitak, der lange, dünne Hals, den sieht man hier auf dem Sprite gar nicht. Der Sprite sieht kackenhässlich aus. Donnerschock. Und du bist besiegt. Wunderherrlich. Ibitak wurde besiegt. Karl erhält 1006 Erfahrungspunkte. Rot besiegt Vogelfänger. Und dann. Also sowas. Da mir die Hypertränke ein bisschen zu wertvoll sind. Was mache ich hier? Fahrrad. Fahr schnell mal. Die Stadt erkunden wir gleich. Ich gehe nur zum Pokécenter. Ich weiß natürlich, wo das ist, weil das Spiel spiele ich nicht zum ersten Mal. Sowas von nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie oft ich das gespielt habe und wie oft ich das durchgespielt habe als Kind. Also, keine Ahnung. Glaube ich. Eigentlich gar nicht so oft durchgespielt, weil ich irgendwann alle 150 Pokémon hatte. Ich hatte halt Mew nicht, weil ich nicht auf so Events gegangen bin. Oder jemanden kannte, der auf so Events ging. Ich wusste gar nicht, dass man durch so ein Event, also als Kind wusste ich das nicht, dass man durch so ein Event ein Mew kriegen kann. Das hier ist mein Gebiet, sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich hätte speichern sollen, aber ist ja nicht so schlimm, außer der Strom fällt aus und die Konsole geht aus. Das wird doof. Okay, der hat 4 Pokémon, die dürften alle nicht so stark sein. Könnten auch ruhig Ibitak sein, mit Level 26. Dürften die nicht so wurschteinflößend sein. Außerdem geben Ibitak bessere Erfahrungspunkte als Habitak. Ja, Ibitak. Level 26 ist nicht schlimm. Das dürfte durch einen Donnerschock sterben? Dürfte? Natürlich nicht. Spiegeltrick. Ja. Das hat ja wehgetan und so. Ich spare mal einen Donnerschock. Obwohl, wir sind hier direkt im Pokécenter. Wen interessiert's? Und Donnerschock haben wir 30 Mal insgesamt. Level 32, wunderherrlich. Genau deswegen will ich gegen Ibitak kämpfen, gegen Schwache. Weil die gut Erfahrungspunkte geben und nicht wie diese Habitak. Verdammt. Mach mal kurz Pause. Und weiter geht's. Ich habe mir nur die Nase geschneuzt und ich mag das nicht auf Video. Das zu machen. Also. Nee. Überlebst du das? Weil gefangen habe ich dich, glaube ich, noch nicht, aber ist auch egal. Ich meine, ich brauche kein Dodo. Gurugu, wie klingt mein Vogellockruf? Ach ja, du hast, glaube ich, ein Dodri, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Wenn du jetzt nur ein Pokémon hast, dann hast du ein Dodri. Okay, du hast nur eins. Dodri. An den kann ich mich erinnern, weil das Dodri stark ist. Das dürfte sogar ein bisschen schwer werden hier mit Karl. Okay, es hat einfach Schnabel eingesetzt, was total dumm ist, deswegen gewinnt Karl. Also. Ich habe halt nur von damals noch in Erinnerung, dass es ein sehr starkes Pokémon war. Ich musste mit dir kämpfen. Okay, du musstest. Dann latsch mir 5-mal hier hin und her. Also 5 Kämpfe machen wir. So wird ein Schuh draus. Und dann gehen wir weiter. Vielleicht fange ich das hier. Je nachdem, wer es überlebt. Wenn nicht, dann sind es Erfahrungspunkte. Ich mach mal einen Rucksack-Keep. Das dürfte das eigentlich auch überleben. Ja, gut. Dann fange ich mir mal so ein Radikal.
Ja, Superbälle. Okay. Vielleicht mache ich auch einen Tackle, dann ist es noch mehr geschwächt, aber das macht eigentlich keinen Sinn, weil... Okay, gut. Im roten Bereich ist es im roten Bereich. Okay, zweiter Kampf. Oh, du. Ich kann's... Ah, nee, ich hab ja schon ein Dodo. Fällt mir gerade ein Köpfchen, habe ich jetzt genannt. Ja, dann bist du weg. Kaderasch Level 33, wunderherrlich. Noch... Das war der zweite Kampf. Der erste war gegen Radikal, der zweite gegen Dodo, dritte gegen Habitak. Das könnte ich fangen. Und da die Habitaks alle Donnerschock ausgehalten haben, würde ich auch einen Donnerschock hier einsetzen wollen. Aber wilde Pokémon sind natürlich schwächer als trainierte. Aus einem Grund. Warte, war ich auf so Superball? Nee, war ich nicht. Wo ist der? Da ist er. Okay. Dann nicht. Ich habe nur noch 3 Versuche, es zu fangen. Wenn nicht, dann ist er auch Wurst. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das Habitak damals genannt habe. Ah ja, nicht Sammy, ne? Pickvogel. Mit seinen riesigen Flügeln kann dieses Pokémon nahezu pausenlos in der Luft bleiben. Ja. Wie nenn ich dich? Ich meine, das sind sowieso Pokémon, die ich nie benutzen werde. Deswegen... Ah, das ist aber trotzdem ein Kackname. Aus irgendeinem Grund kommt mir der Name ganz weit in den Kopf, aber ich weiß nicht, wieso. Liam. Nicht Liam. Okay, dann noch 2 Kämpfe und dann gehen wir weiter. Ein Dodo. Können wir jetzt auch schnell frittieren. Für Erfahrungspunkte. Fotos geben eigentlich gut, ne? Erfahrungspunkte, oder? Auf jeden Fall für wilde, low-levelige Pokémon geben sie gute Erfahrungspunkte. Ja, 329 ist okay. Okay. Danach gehen wir nach Fuchsania und erkunden das ganze Dorf mal so ein bisschen. Vertikal. Hauptsache keinen Hyperzahn einsetzen. Ruxokeep. Okay, ist jetzt nicht so stark. 14. Wenn es einen Hyperzahn einsetzt, dann könnte Karl sogar noch verlieren. Oder wenn es jetzt ein Volltreffer ist. Okay, gut. 414. Was ist denn hier? Route 18, Prisma in Ear City, Fuchsania City. Das ist auch die kürzeste Route der Welt, weil direkt sind wir schon in Fuchsania. Fuchsania City Pokémon Arena, Arenaleiter Koga, der giftige Ninja-Meister. Dann gehe ich mal kurz hier rein. Die Stadt ist von der Fläche ziemlich groß, aber von den Häusern eigentlich ziemlich klein. Will sammelt auf seinen PC-Daten über Pokémon. Hat er sie dir gezeigt? Nein, hat er nicht. Der Wärter der Safari-Zone ist sehr alt, aber er ist noch immer im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Gut. Das ist sogar wichtig. Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hat er gerne alles Mögliche gesammelt. Okay. Dann reden wir mit euch mal. Westlich von Vertania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga der höchsten Instanz für Trainer. Okay, über eine Stunde nehme ich schon auf. Du studierst die Pokémon, dann geh in die Safari-Zone. Dort gibt es viele seltene Pokémon.
Man kann nicht mit nur einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Da sagt das den Leuten, die so eine One-Pokémon-Challenge machen, die nur ein Pokémon oder Speedrunner auch. Die nur ein Pokémon benutzen und sonst nichts. Vor allem in den späteren Versionen wird das, glaube ich, ein bisschen einfacher durch die Möglichkeit, dass Pokémon sehr viele verschiedene Attacken lernen können. Wird das, glaube ich, ziemlich einfach. Okay, ich gehe noch nicht südlich, weil da gehen wir nämlich weg von Fuchsania. Safari-Zone, Haus des Wärters. Das ist eigentlich gar nicht die Safari-Zone, aber egal. Hier. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Gut, erhält eine Profi-Angel. Die wir sofort aufs auf den PC legen, weil das brauche ich nicht. Okay. Ich wusste nicht, dass ich hier eine Angel kriege. Habe ich eigentlich schon die erste bekommen. Okay, da kann man stärker einsetzen, wenn wir es hätten. Fotos von Pokémon und Fossilien. Wärter, hüpf, hopf, hüpfe. Hafluff, hopf, hüpf, 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 vorne. Safari-Zone soll das, glaube ich, heißen. Ich glaube, er hat sein Gebiss dort verloren. So war das, glaube ich, ne? Warte mal, ist hier was? Das sieht doch irgendwie... Okay, dass da ein einfach einzelnes Stück da frei ist. War ein bisschen seltsam. Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Fuchsania ist die Stadt der rosaroten Träume. Pokémon Paradies Safari-Zone. Weißt du, ja, Pokémon sind Freunde und wir kämpfen ja nur zum Spaß und so. Und dann ein Zoo machen mit Pokémon. Also das ist ja auch irgendwie asozial. Pokémon sind nicht unsere Gefangene. Nein, wir sind alles Freunde. Ich verstehe das nur falsch. Und dann ein Pokémon Zoo haben. Nee, nee, nee. Ich habe sie gerade nur mal sortiert, nur nebenbei gesagt. Lapras, der König der Meere. Dieses Pokémon wurde ja... Ach nee, den Eintrag haben wir nie gelesen, weil wir das ja nur geschenkt bekommen haben. Dieses Pokémon wurde von Jägern fast ausgerottet. Was zur Hölle? Was ausgerottet? Es kann Personen über das Wasser transportieren. Warum wurde es ausgerottet? Lapras ist eins der coolsten Pokémon, das es gibt. So, vom Design her. Hast du schon das Safari-Spiel gespielt? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Hast du schon einmal X-Tempo ausprobiert? Dein Pokémon wird dadurch im Kampf schneller. Ja, nur shit, Sherlock. Du hast einen Wimpel aus der Safari-Zone, kein Programmheft oder einen Kalender. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Kauf. Erstmal ein paar Hyperbälle. Ne, 5 dürften reichen, weil die auch teuer sind wie Sau. Wieso hast du Supertränke? Wieso hast du Supertränke, aber keine Hypertränke? Okay, da kaufe ich mal nichts von. Ich kaufe mal nochmal ein paar Hyperheiler. Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ich komme auf 5. Ich lasse das mal mit den Tränken. Name Kabuto. Ein Pokémon, die aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. Das sieht sehr komisch aus in dem Spiel hier. Das Kabuto. Also der Sprite. Kangama. Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt. Wie ein Känguru. Das haben wir schon gesehen, denn Giovanni benutzt Kangama. Hier war dann auch nichts. Hier ist das Pokémon-Spiel. Also hier Safari-Zone und so. Safari-Spiel Pokémon fangen. Ein Ball.
Ein Pipi. Also vom Sprite auf jeden Fall her. Es könnte auch ein Pummeluff sein. Chant oder ein Chanera. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Was soll das denn heißen? Voltoball. Dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. Warum auch immer Voltoball wie Pokéball aussieht. Dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon. Kann ich hier auch rausgehen, ohne den Zerschneider jetzt unbedingt einsetzen zu müssen? Was bist du denn für einer? Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Wieso heißt du Erik? Also, wieso hast du einen richtigen Namen? Du bist doch nicht wichtig für die Story oder so. Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Fleckmon. Fleckmon sind cool. Also, so allgemein. Ich glaube, im Kampf jetzt nicht so sonderlich nützlich. Fleckmon weiß eine Menge über Pokémon. Er besitzt sogar einige Fossilien ausgestorbener Urzeit-Pokémon. Was? Ich glaube, Fleckmon ist ein Spitzname, ne? Kann sein. Nein. Der Wärter trägt den Spitznamen Fleckmon. Er und Fleckmon ähneln sich sehr, weil er so langsam ist oder dumm oder vergesslich oder was? Fleckmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Okay, das ist nur ein Poster oder sowas. Wieso, wenn einer keine Zähne hat, kann man ihn plötzlich komplett nicht mehr verstehen? Also das verstehe ich nicht so. Also, nee. Wortwitz. Ich gehe erstmal die Profi-Angel weglegen und dann gehen wir in die Safari-Zone, holen uns Pokémon, das Gebiss und auch Surfer. Und dann gucken wir mal. Muscle Memory, ich brauche das gar nicht. Oder? Wir haben nicht wirklich gekämpft, ne? Wir sind hier nur in Fuchsania City rumgelaufen, wie so Deppen. Okay, bisschen von Rot. Item ablegen. Die Profi-Angel. Dann gucke ich nochmal, ob ich noch irgendwas ablegen soll. Flöte, Top-Beleber, Superball. Ja, die Superbälle, die kann ich auch noch verballern. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt ablegen. So. Dann speichern wir nochmal eine Runde. Ja, wie gesagt, wir gehen in die Safari-Zone. Es wäre jetzt, glaube ich, schneller, wenn ich hier mit Zerschneider hantieren würde, aber na komm, machen wir es. Wenn ich die Menüs einfach kacke finde. Dass es immer so einen kleinen Text gibt und alles. Da lohnt sich das fast gar nicht. Doch mit, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs wäre, ist das, glaube ich, sogar ein Ticken schneller. Hey, bist du zum ersten Mal hier? Ja, ich sage einfach mal ja für das Let's Play. Die Safari-Tunnel besteht aus 4 Abschnitten. In jedem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche sie mit Safari-Bällen zu fangen. Wenn du keine Safari-Bälle mehr hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Bevor du dich auf die Jagd begibst, solltest du Raum für neue Pokémon schaffen und eine freie Pokémon-Box anwählen. Willkommen in der Safari-Zone. Wenn du 500 Pokédollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Möchtest du auf die Jagd gehen? Was ist, wenn ich jetzt kein Geld hätte, aber die Safari-Zone, die ist Pflicht, weil da geht's weiter. Da müsste ich halt Leute suchen, die ich verprügeln kann. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle. Rot erhält 30 Safari-Bälle. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. Es wird auch nie gesagt, dass man hier nicht kämpfen muss oder darf. Tipps für Trainer. Drücke Start, um nachzusehen, wie viel Zeit du noch übrig hast. Die 500 sind Schritte, nicht irgendwie eine Zeit Rasthaus. 488, okay, Rasthaus zählt mit. Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin. Wo ist bloß mein Freund Erik hingegangen? Ich wollte gerade sagen, Sarah, wussten wir doch, den haben wir doch schon mal gehört. Okay, direkt ein Pokémon.
Was bist du? Ein Nidoran? Männlich. Ich hau ab. Hatten wir nämlich schon mal. Ja, und ich brauche nicht noch ein zweites. Ein Rihorn. Das will ich einfach haben. Ich werfe einen Köder. Gut, wirf deinen Köder aus. Das will ich. Rihorn frisst. Es wird dir eigentlich nie erklärt, dass man Köder oder Steine werfen kann. Und dass man nicht wirklich kämpft. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Oder wurde das wilde Rihorn ist geflüchtet. Okay, gut. Ja, nicht. Oder wurde das mir von random Leuten erklärt, dass hier nicht gekämpft wird? Wenn ja, dann habe ich das komplett vergessen. Ich will hier nur einmal drin sein. Okay, ich dachte, das wären Statuen, die man irgendwie bequatschen kann. Ich will nur einmal hier drin sein, deswegen darf ich nicht so viele Schritte machen. Zentrum Norden, Areal 2. Weil ich will hier das Gebiss finden, wo ich auch nicht mehr weiß, wo das ist. Und Rot findet Carbon. Das benutzen wir direkt, damit einfach Platz im Rucksack ist. Carbon. Gibt's Karl. Ah, scheiße, ich dachte, das wäre Stärke. Initiative ist für Karl jetzt nicht so sonderlich gut gewesen. Okay, dann müssen wir nochmal hier hoch. Ein Dodo brauche ich nicht unbedingt, weil wir haben eins. Hier. Dass das auch dieselbe Musik ist wie beim Entwickeln und dass es einfach im Loop läuft, also ein ganz kurzer Loop, ist ganz schön nervig. Ich werfe mal einen Ball und hoffe aufs Beste. Ich werfe mal nochmal ein paar Bälle. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Vielleicht einen Köder werfen. Okay. Okay. Diese Pokémon werden oftmals für Eier gehalten. Bei Gefahr bilden sie Rudel, die attackieren. Okay. Ich könnte jetzt sehr kindisch sein. Und ich glaube, ich wollte, glaube ich, noch ein bisschen... Ich nenne es einfach Eier. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen ungehobelter sein. Eier, wir brauchen Eier. Sowas wie meine Eier wollte ich schreiben oder so, aber... Das finde ich dann auch noch ein bisschen zu heftig. Das ganze Zeit irgendwie lesen zu müssen. Weil so quatschmäßig bin ich nicht unterwegs hier in dem Spiel. Mit dem Namen... Eierbombe, okay. Ist gut für das Owei. Ich glaube, das kann auch sonst keiner lernen. Okay. Ist jetzt auch zufällig, dass in dem Stück Gras auch andauernd Oweis kommen. Wie viele Schritte habe ich noch? 334. Bitte kein Owei. Nidorino. Brauche ich aber nicht. Hatten wir schon. Warte mal, ich gehe nochmal ganz links, weil hier sind ja auch noch Sachen. Rot findet einen Top-Trank, wunderherrlich. Okay. Wieder ein Owei, okay. Owei. Aber die Encounter-Rate ist ganz schön hoch, das ist schön für dieses Safari-Zonen-Spiel. Dass sie keine Angst haben, dass die wilden Pokémon die kleinen Kinder angreifen oder sowas. Weil sonst heißt es ja, du darfst nicht ins hohe Gras, sonst greifen dich die Pokémon an. Aber hier darf man ins hohe Gras ohne zu kämpfen, ohne Top-Genesung. Ich glaube, das halt auch die MP, also AP. Rasthaus. Wie viele hast du gefangen? Ich bin total erschöpft. Ich habe einen Chanera gefangen. Mühe hat sich gelohnt. Was für ein Spaß, aber jetzt bin ich hundemüde. Ja, die Musik ist wirklich nicht so sonderlich gut. Also die Musik ist an sich gut, aber halt nur, dass sie sich andauernd wiederholt, ist halt hart kacke.
dachte, vielleicht wäre hier was, aber nein. Viele Schritte habe ich noch, okay. Erstmal Pokémon. Ein Nidorino. Level 33, also gar nicht mal so verkehrt, ne? Von den Leveln her sind die Pokémon eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut zu gebrauchen, ne? Tipps für Trainer. Die verbleibende Zeit verstreicht nur, wenn du läufst. Gut, dass du das jetzt sagst und nicht irgendwie früher spiel. Okay. Tipps für Trainer. Finde das versteckte Haus, dann gewinnst du eine VM. Das habe ich vor. Hier ist jede Menge nix. Sollte nicht so viel rumlaufen. Gut. Großes freies Feld, damit man schön seine Schritte verballert. Okay, dann weiß ich, dass ich beim nächsten Mal hier nicht rumlaufe. Kann man denn noch irgendwie was fangen, was Gutes? Weil, okay, Paras habe ich glaube ich nicht, ne? Oder habe ich Paras? Ah, ich werfe einfach mal. Versuchen kann man es ja, ne? Wunderbar, Paras wurde gefangen. Wird ja jetzt gesagt, wenn ein neuer... Okay, neuer Pokémon-Eintrag. Dann... weiß man, dass es, dass ich das vorher noch nicht hatte. Dieses Pokémon ernährt sich von Baumwurzeln. Pilze auf dem Rücken nutzen es als Würztier. Ja. Da habe ich auch einen super Namen. Ich glaube, ich habe schon in früh... ja, komm, Kleinbuchstaben. Habe ich immer in Großbuchstaben geschrieben. Na, ist ja auch alles doof. In früheren Durchläufen habe ich es auch immer Klicker genannt, weil es ist einfach, also es basiert auf dasselbe Tier wie die Klicker, dieser Pilz besser gesagt, der Ameisen übernehmen kann. Pokémon verstecken sich im hohen Gras, lauf durch das hohe Gras und scheuche sie auf. Ich glaube, ich bin jetzt bald am Ende, ne? Um meinen 500 Schritten. Areal 2. Wie gesagt, Klicker und Paras basieren auf dasselbe, auf denselben Pilz. Nämlich Cortis. Quadriceps oder sowas. Und ich habe einfach mal Rehorn gefangen. Oder sowas. Der kann Ameisen übernehmen, dieser Pilz. Und es sind dann sowas wie Zombies. Und darauf basieren die Klicker und auch Paras und Parasek. Der Knochenbau dieses Pokémon ist 1000-mal härter als der eines Menschen. Ich habe einen super Spitznamen. Scheiße, wie hieß es nochmal? Es gibt ja dieses Lied, I'm Horny. Wie hieß es nochmal? Jetzt fällt mir das nicht ein. Ich wollte ihn eigentlich Horny nennen. Wie hieß nochmal der Musiker, von dem das Lied ist? I'm Horny, 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 I'm Horny. Scheiße, wie heißt der? Musti? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist so 90er Kram. Versteht ihr nicht. ich habe das einfach Horny genannt, weil es ist ein Rihorn. Hahaha. Ich bin auch sehr kreativ mit den Namen hier und so. Okay, ein Nidorino brauche ich nicht, aber die sind immer sehr hochlevelig, die Nidorinos. Da könnte man super, wenn man Mondstein hat, Gong, die Zeit ist um. Deine Safari-Tour ist vorüber. War deine Jagd erfolgreich? Besuche uns bald wieder. Willkommen in der Safari-Zone. Für nur 500 Poké-Dollar darfst du ja bla bla bla. Ah ja, und wenn die Box voll ist, dann du ja, glaube ich, nicht direkt auf die zweite Box
schicken oder wie war das nochmal? Weil es hieß ja, man soll Platz im Team und auch Platz in der Box haben. Das wäre natürlich doof. Kann man hier einfach lang? Nee, natürlich nicht. Wir wissen jetzt halbwegs die Wege und können das ein bisschen abkürzen. Ein Dodo brauchen wir nicht. Ich hätte schon gerne Rizoros im Team, aber dann ist die große Frage, warum ich dann ein Nidoking brauche. Also das würde ich dann wechseln, aber ich möchte schon Nidoking eigentlich gerne behalten, ne? So ist das ja nicht. Oben nicht lang gehen, hier könnte man weitergehen, glaube ich. Ja, da sind Pfeile auf dem Boden, die man sehr schlecht erkennt mit der Farbpalette. Weil ich glaube, hier war doch, wenn ich mich richtig erinnere, doch das geheime Haus irgendwo. Oder die Zähne, eins von beiden. Ein wildes Paras, brauche ich nicht. Ich habe nur geguckt, ob der Baum was gibt. TM40. Was hat denn TM40? Schädelwumme, okay. Ich weiß nicht mehr, ob das selber Schaden macht. Oder nicht. Da geht's überall nicht längs. Noch ein Rehorn. Ich brauche nicht nur eins. Okay. Gasthaus.